Heute geht es um das Thema Parfüms und dazu habe ich einen Gast eingeladen. Ja Leute, das heutige Video wird ein bisschen anders sein als meine normalen Videos, denn ich habe heute einen Gast eingeladen und zwar den Kai. Der Kai hat auch einen YouTube-Kanal, auch rund um das Thema Beauty rasieren, aber respektive auch um das Thema Parfüms. Kai ist nämlich so ein kleiner Parfüm-Experte und ich habe mir einige Fragen vorbereitet und Kai in einem Zoom-Call diese Fragen gestellt, um euch einfach ein bisschen Mehrwert zu geben zum Thema Parfüms. Das Video wird ein bisschen länger sein als sonst, aus dem Grund packe ich auch einen Zeitstempel unten hier in die Infobox rein. Dann müsst ihr nicht das ganze Video anschauen, sondern könnt ihr einfach dahin switchen zu den Fragen, die euch dann tatsächlich auch interessieren. Ich bin mir sicher, dass ihr aus dem Video einiges an Mehrwert rausziehen könnt und jetzt wünsche ich euch viel Spaß damit. So, hallöchen miteinander. Heute gibt es mal ein ganz anderes Video oder ganz andere Art von Video. Heute ist nämlich der Kai zu Gast. Ich hätte jetzt fast gesagt von Barthelden. So heißt dein Kanal nicht mehr. Einige kennen ihn vielleicht noch vom Kanal Barthelden. Mittlerweile heißt der Kanal anders. Aber bevor ich dich jetzt irgendwie falsch anmoderiere, ja, würde ich vorschlagen, Kai, selbst, stell dich einfach mal kurz selbst vor. Ja, danke erstmal, dass ich da sein darf. Ich finde es ja super schön, dass das jetzt endlich mal geklappt hat. Mein Name ist Kai, ich komme von dem YouTube-Kanal Tuyo, was vielleicht dem einen oder anderen ein bisschen schwerfällt auszusprechen, aber es ist Französisch für Geheimtipp und darum geht es eben auf meinem gesamten Kanal um die Geheimtipps vom Thema Styling, also angefangen bei der Bartpflege bis hin zu Gesichtspflege, Haarstyling und dann letzten Endes auch Parfums, was das Videothema für heute sein wird. Genau, und ich versorge Männer mit allen Informationen, die sie brauchen, um in diesen Bereichen überdurchschnittlich gut abzuschneiden. Genau. Und sehr schön, dass ich endlich mal hier sein kann. Ja, freut mich auch, dass es endlich mal geklappt hat. Jetzt leider Gottes nur virtuell. Wir hatten das ja eigentlich mal geplant, dass wir uns mal live treffen und mal zusammen ein Video machen. Aber sehr schön, dass du heute am Start bist. Du hast es gerade schon angesprochen, du machst verschiedenste Themen. Hast damals auch das Thema Bart beackert ohne Ende. Ja? Hast aber auch viel zum Thema Haarstyling gemacht und bist jetzt eher so in die Parfümrichtung abgedriftet. Was ja auch immer so schön ist, wenn man so den Weg so mal ein bisschen mitbegleitet und sieht, wo es dann eigentlich jemanden hin verschlägt. Und diesbezüglich habe ich auch ein paar Fragen an dich. Ja? Relativ. Ja, ich habe mir einfach mal ein paar Fragen notiert, denn ich will die Community natürlich irgendwie auch ein bisschen was zurückgeben, ja, mit diesem Video. Oder du besser gesagt, gibst meiner Community in diesem Sinne was zurück. Die erste Frage, die ich mir aufgeschrieben habe, wenn ich jetzt absoluter Newbie bin. Ja, ich habe wirklich gar keine Ahnung von Parfüms. Was muss ich wissen? Was, wo du sagst, hey, zum Beispiel, ich bin so ein 13-, 14-jähriger Junge, ich habe sonst immer Parfüm von Mama und Papa geschenkt bekommen, will mir jetzt aber mal selbst ein Parfüm kaufen. Worauf muss ich da achten? Also grundsätzlich gibt es, denke ich, sehr viel, was gleich riecht heutzutage. Und wenn ich jetzt kompletter Anfänger wäre, würde ich einfach hingehen und mir die verschiedenen Duftkategorien anschauen. Also erstmal überlegen, was will ich eigentlich tragen? Was mag ich selber? Mag ich süß? Mag ich es eher frisch? Soll es lange halten? Also soll es den ganzen Tag über halten? Oder darf es ein bisschen leichter sein? Wenn ich jetzt vor allen Dingen über das Thema Schule oder Uni oder im Job nachdenke, da ist es natürlich nicht so cool, wenn du das ganze Büro voll stänkerst und ja, und dann letzten Endes alle irgendwie unter so einer riesigen Parfumwolke leiden. Das heißt, erstmal ist natürlich wichtig, dich selber zu fragen, was will ich eigentlich tragen und was gefällt mir persönlich denn am besten. Und dann kannst du anfangen, erstmal im preiswerten Bereich dir ein paar Düfte anzuschauen, die halt zu deinem Geschmack genau passen. Also wenn du süße Düfte magst, dann gibt es sowas wie Dolce & Gabbana The One, was du, Daniel, bestimmt auch kennst. Wenn du eher frische Düfte magst, gibt es Dior Sauvage und diese Düfte, die eigentlich sehr viele Leute kennen. Also es gibt so ein paar, die einfach sehr beliebt sind und sehr berühmt. Damit würde ich anfangen, entweder in Douglas gehen oder in eine andere Parfümerie oder auf so einer Website wie Parfumo schauen, wo es Abfüllungen gibt. Bitte? Ich habe gesagt, Schleichwerbung, Achtung! Ach so, ja. Kannst ja auch alles zensieren, wenn es dich stört. Alles gut. Genau. Wir wollen natürlich nicht Werbung für bestimmte Outlets machen, mit denen noch keine Kooperation besteht. Das ist ganz wichtig. Genau. Und auf jeden Fall hingehen, testen, Probe riechen, bevor du irgendwas kaufst. Und wenn du dir dann sicher bist, dass dir ein Duft gefällt, dann schlägst du zu. Ja? Also es gibt genügend Möglichkeiten zu testen, ohne was zu kaufen. Und ich weiß, dass vielen auch am Anfang das Budget halt sehr wichtig ist, also dass es nicht zu teuer ist. Und ich glaube, dass das so die sichere Variante ist. Und wenn du dann weißt, der Duft gefällt mir, dann kaufst du den
und dann wirst du auch 100% glücklich damit. Okay, also summa summarum erstmal eine Kategorie festlegen, in welche Richtung soll es gehen, dann ein paar Parfüms testen, dann in die Richtung reingehen und dann halt irgendwie so den Preis festlegen. Absolut. Richtig. Apropos Parfüm-Tester, das hast du gerade schon kurz angesprochen. Wenn ich jetzt keine Lust habe, jetzt in den nächsten Parfümladen zu gehen, ja, wo kann ich denn solche Parfüm-Tester bekommen? Gibt es da auch irgendeine Online-Möglichkeit, wo du sagst, hey, kann ich euch auf jeden Fall empfehlen, geht mal auf die Seite, da könnt ihr euch Parfüm-Tester nach Hause bestellen, um euch einfach ein bisschen einzuriechen, sage ich mal. Ja, absolut, absolut. Also es gibt sowohl von Online-Versandhäusern gibt es inzwischen die Möglichkeit, Samples zu kaufen. Mhm. Da ist aber häufig das Problem, wenn du jetzt so ein, stell dir vor, du hast halt einen Versandhandel und du verschickst Parfums in quer durch Deutschland, Österreich und die Schweiz, dann ist es natürlich jetzt nicht so deine Hauptaufgabe, da 100-mal auf den Sprühknopf zu drücken, um ein Sample abzufüllen. Das heißt, die sind, normalerweise dauert es sehr lange, bis die verschicken, und es ist auch relativ teuer, weil es für die ein hoher Aufwand ist. Mhm. Da würde ich jetzt eher so eine Plattform wie Parfumo empfehlen, also wie Parfum, P-A-R-F-U-M, mit einem O am Ende, .de. Mhm. Das ist eigentlich ein Forum aus Parfumliebhabern, die sich zu verschiedenen Düften austauschen. Du kannst ja die Düfte bewerten und jedes, wenn du dann ein Profil erstellst, kannst du dir eine eigene Sammlung erstellen und das kannst die Sammlungen von anderen anschauen und Kommentare abgeben und sowas alles. Und die haben eben auch eine Möglichkeit, dass du Samples dir bestellen kannst von nahezu allem, was es gibt. Geil. Und ich bin immer wieder überrascht, wie wenige Leute diese Plattform eigentlich kennen, die sich auch für Parfums interessieren und dann sich darüber beklagen, dass sie halt einen Duft für 200 Euro gekauft haben, der ihnen dann nicht gefällt, weil sie ihn vorher nicht gerochen haben. Okay. Also das ist wirklich eine super Möglichkeit, ist halt privat, von privat zu privat. Meistens kriegt man auch noch zu dem Sample, was man bestellt, dann noch drei weitere Samples dazu, weil die alle so Parfum-enthusiastisch sind. Und genau, also das ist wirklich eine Plattform, die ich empfehlen kann, ohne jetzt da irgendwie Werbung machen zu wollen. Aber da würde ich auf jeden Fall hingehen. Und nebenbei gibt es übrigens auch noch andere Sample-Services inzwischen, die dann auch Düfte abfüllen. Aber das habe ich persönlich jetzt noch nicht getestet, weil ich mit Parfum einfach glücklich bin. Ah, cool. Perfekt. Auf jeden Fall schon mal danke für den hilfreichen Tipp, ja, und an alle Leute draußen, die jetzt noch nicht wissen, ja, wie, welchen Duft sie haben wollen, check dann das Portal auf jeden Fall mal ab. Ich pack's in die Infobox rein. Ja. Und wenn du jemanden kennst, vor allen Dingen halt dieses Samplen ist einfach extrem wichtig, finde ich. Ne, weil du würdest halt auch nicht eine Klamotte für 500 Euro kaufen. Ne? Also eine Lederjacke für 500 Euro, wenn du die nicht vorher mindestens einmal angezogen hast. Und bei Parfum ist halt das Ding, klar, wenn du eine Lederjacke bestellst für 500 Euro, kannst du die halt zurückschicken, in der Regel. Ne? Mhm. Das ist bei Parfum aber nicht so, weil sobald du das einmal benutzt hast, ist halt Hygiene und so, dann kannst du das nicht zurückgeben. Und das sollte man auf jeden Fall tunlichst vermeiden, weil ich glaube, keiner von uns möchte Geld verbrennen oder aus dem Fenster werfen, egal wie rich er ist oder nicht. Mhm. Genau. Nee, das also ist, auch das die Frage. Ist für mich also, echt ein extrem wichtiger Punkt. Deshalb auch die Frage. Also erstmal vielen Dank für den hilfreichen Tipp. Und wenn einer von den Zuschauern jetzt irgendjemanden kennt, der jetzt auch noch ein bisschen unschlüssig ist, auch gerne das Video dann teilen und dann die Plattform dann teilen, damit man einfach vielleicht ein Stück weiter vorankommt. Du hast aber gerade schon gesagt, wenn man jetzt ein Parfüm kauft, ja, und dann man hat irgendwie ein 200-300 Euro Parfüm sich gegönnt und dann hat man das auf der Haut und dann riecht das komplett anders, als wenn man das zum Beispiel auf dieses Teststäbchen macht. Die Frage dazu, wie kann das sein? Warum ist es so, dass es halt auf dem Körper anders riecht als zum Beispiel auf so einem Tester? Also das hat verschiedene Gründe. Also erstmal hat die Haut natürlich einen Eigengeruch. Also jeder Mensch hat eigentlich so einen ganz körpereigenen Geruch, den man selber auch gar nicht immer wahrnimmt. Meistens ist es so, wenn du halt jetzt in einer Beziehung bist zum Beispiel, riechst an deinem Partner, dann in der Regel riecht er gut. Ja, also wenn er nicht hoffentlich, ja, wenn das dann nicht der Fall wäre, wäre das ein bisschen doof, wäre, dann solltest du vielleicht nach einem Partner suchen. Auf jeden Fall, genau. Also mal, oder wenn man halt auch mal, es gibt ja dieses Beispiel an einem Baby, ein Babys riechen anscheinend extrem gut. Ich habe es jetzt noch nicht getestet. Riechen immer nach Babypuder. Babys riechen immer nach Babypuder. Ist so. Genau. Das ist halt so ein Beispiel. Also deine Haut hat halt einen bestimmten Eigengeruch. Auf der anderen Seite ist es aber auch so, wenn sich deine Haut zum Beispiel erhitzt, dann gibt so ein Parfum besteht ja aus verschiedenen Molekülen und wenn es halt warm wird, dann verdampfen manche Moleküle schneller als andere. Das heißt, dadurch, dass die Haut sich erhitzt, bekommt das Parfum auch nochmal einen komplett anderen Touch. Das ist auch ganz spannend. Es gibt manche Düfte, die kannst du im Winter tragen und die riechen ganz gut. Wenn du die im Sommer trägst, gehst du halt voll ein, weil das viel zu süß ist.
Das liegt unter anderem daran, dass es ein süßes Parfum ist, aber auch daran, dass es halt unterschiedlich einfach anders riecht, wenn es warm wird, wenn die Haut halt sehr warm wird. Und das ist also so der Grund. Und deshalb, klar, Teststreifen ist ganz gut für den ersten Eindruck, glaube ich. Aber so richtig kennenlernen tut man Parfum, wenn man es wirklich auf der Haut trägt. Auch wenn man es mal am Hals aufsprüht, nicht unbedingt jetzt auf den Handgelenken. Dass man auch merkt, wie ist das, wenn ich das jetzt am Hals trage? Weil das manchmal hast du den Fall, dann riechst du an der Haut und du riechst es und tust den Arm halt 50 cm weg und dann nimmst du gar nichts mehr davon wahr, weil das einfach nicht stark genug ist. Ja? Deshalb immer auf der Haut tragen, so wie man es auch wirklich tragen würde. Gerne auch ein bisschen mal die Klamotten einschauen, ein bisschen mehr tragen, gucken, wie verhält sich das. Das gehört zu einem ausführlichen Test dazu. Das ist ja auch ein guter Tipp auch für Anfänger, dass man dann auch definitiv auf der Haut testet und nicht nur auf so einem, Testerstäbchen. Ja. Wir haben gerade eigentlich gesagt, wir machen keine Werbung, aber an dieser Stelle mal kurz eine persönliche Frage. Wo kaufst du denn aktuell deine Parfüms ein? Hast du da vielleicht auch einen Tipp, wo du sagst, hey, das ist ein Anbieter, kann ich empfehlen, da gibt es manchmal gute Prozente? Oder machst du das so immer, wie es dir gerade kommt? Wenn du mal in der Stadt bist, dann kaufst du mal da eins oder kaufst mal da eins. Wie machst du das? Oder hast du ein Kaufempfehlungsportal, sagen wir es mal so? Ganz konkret habe ich keins. Mhm. Es gibt Portale, die haben sehr gute Deals, von parfumzentrum.de bis hin zu Flaconi und Notino. Mhm. Es gibt immer mal wieder, allein schon, wenn ich jetzt an Black Friday denke, Aktionen, wo man wirklich sehr, sehr viel Geld sparen kann. Mhm. Aber um ehrlich zu sein, allein schon dadurch, dass ich das halt auf YouTube mache und die Leute sehr viel auch erwarten von mir, dass ich halt viel rumrieche und dann meine kompetente Meinung abgebe dazu. Allein dadurch bin ich halt gezwungen, rumzugucken, wo ich die Sachen für einen möglichst guten Preis bekomme, weil ansonsten kann ich mir das auch einfach nicht leisten und da wäre es halt nicht wirtschaftlich. Ne? Mhm. Was auch hin und wieder eine gute Idee ist, wobei ich da auch immer sagen muss, da muss man ein bisschen vorsichtig sein, es von privat zu kaufen, also einfach gebrauchte Parfums zu kaufen, wenn ich das nicht stört, dass da ein Drittel fehlt oder so. Mhm. Aber da ist natürlich auch immer die Gefahr, vor allen Dingen auch auf Plattformen wie eBay. eBay würde ich komplett von abraten, dass da Fakes unterwegs sind und dass die Leute die einfach einen falschen Duft verkaufen. Und das habe ich halt auch selber schon erlebt, habe dann zum Glück mein Geld über PayPal zurückbekommen, weil ich da im Käuferschutz war. Aber das ist was, genau, grundsätzlich kann ich Privatkauf empfehlen, aber man muss auch mal ein bisschen vorsichtig sein, vor allen Dingen bei so Marken wie Creed. Creed Aventus ist ein sehr berühmter Duft, den alle von Montana Black kennen, von dem Dosenöffner. Genau, und das ist zum Beispiel ein Duft, ein Parfum, was von 20 Marken kopiert worden ist und was super einfach ist zu faken. Mhm. Und da kriege ich auch immer wieder Nachrichten auf Instagram von Leuten, die mir dann Fotos schicken, wo ich dann sagen muss, sieht nicht so aus, als wäre das echt. Ne? Mhm. Ja. Okay, also da auf jeden Fall. Aber grundsätzlich ist es zu empfehlen. Okay, aber da auf jeden Fall auch ein guter Tipp, ja, darauf achten, dass man halt keine Fake-Parfüms kauft und dann eher mal die Finger weg von eBay lassen, was das Thema Parfüm angeht, damit man da halt irgendwie nicht einen falschen Duft in die Hände bekommt. Aber trotzdem auch ein guter Tipp, gleichzeitig auch auf gebrauchte Parfüms, wenn man sie erstmal austesten will, auch vielleicht da mal einen Blick reinzuwerfen, ob man vielleicht hier oder da ein gebrauchtes Parfüm bekommt. Wenn ich jetzt als Mann sage, so, ich möchte mich jetzt erstmal ausstatten mit so einer Garderobe, ja, wie im Kleiderschrank, ja, ich habe noch keine Lederjacke im Kleiderschrank, Lederjacke gehört im Kleiderschrank. Thema Parfüms. Wie viele Parfüms sollte ein Mann deiner Meinung nach besitzen? Du sprichst natürlich jetzt aus Expertensicht, sage ich mal, als Parfümexperte, aber was sagst du deiner Meinung nach, wie viele Parfüms sollte ein Mann in seiner Parfümgarderobe haben? Also ich würde sagen, mindestens 2. Mhm. Du brauchst einen unaufdringlichen Duft für den Alltag, weil du, wie gesagt, nicht möchtest, dass du alle mit deiner Zuckerwattenbombe da tötest in dem Büro. Und du brauchst einen Duft für abends, würde ich sagen. Also vor allen Dingen, wenn du in deinen 20ern bist, feiern gehst, dann brauchst du was Stärkeres. Ja, weil der unaufdringliche Büroduft abends einfach nicht halten wird. Mhm. Spätestens wenn die Nebelmaschine im Club angeht, ist dann Geschichte. Und ich weiß, dass sehr vielen Leuten auch die Meinung von anderen vom eigenen Duft her wichtig ist. Also ich glaube, 90% vom Parfum-Content auf YouTube ist, was die meisten Komplimente bekommt. Und da ist es natürlich wichtig, einen Duft zu haben, der ein bisschen länger hält. Wenn es dann noch etwas umfangreicher sein soll, dann auf jeden Fall auch ein Duft für besondere Anlässe. Das finde ich persönlich immer ganz schön, weil das Duftorgan, also die Nase, direkt mit dem Gehirn, glaube ich, verknüpft ist. Also da gibt es eine sehr, sehr direkte Verbindung in deine Erinnerungen.
Und deshalb ist es einfach so, dass man bestimmte Momente mit einem bestimmten Duft sehr gut verknüpft. Und ich glaube, dass es deshalb sinnvoll ist, sich einen Duft für besondere Anlässe anzuschaffen. Also stimme ich dir direkt zu. Vielleicht kennst du das auch, das habe ich auch mit dem Lied. Also manchmal hat man so, du riechst einen Duft und dann denkst du direkt an eine bestimmte Person. Du bist direkt wieder zurück. Ja. Genau, direkt so ein Flashback auch, was zum Beispiel ein Lied angeht. Wenn du zum Beispiel irgendeinen Sommerhit hattest und du hörst ihn irgendwann wieder, dann musst du direkt an diesen Sommer zurückdenken. Aber ist auf jeden Fall... ein guter Tipp, also an dieser Stelle. Und gleichzeitig würde ich dich jetzt auch noch mal fragen, wie sieht es aus, wenn ich jetzt schon ein Stückchen weiter bin, nachdem ich jetzt deine Tipps bekommen habe, habe jetzt auch vielleicht schon zwei Parfüms in meiner Garderobe drin. Ich möchte jetzt aber ein etwas teureres Parfüm haben. Ja, vielleicht ein Nischenduft, aber vielleicht einfach ein etwas hochwertigeres Parfüm. Wie viel darf ich ausgeben und worauf muss ich bei einem hochwertigen Parfüm achten? Hast du dann nochmal abschließend so zwei, drei Tipps, wenn es jetzt dann wirklich ein Stück weiter nach vorne geht? Da gibt es eigentlich keine konkrete Regel. Die Sache bei Nischenparfums ist, dass sie, wenn man da einsteigt und man da anfängt und man zum Beispiel jetzt Hugo Boss gekauft hat, Boss Bottled im Designerbereich oder Dior Sauvage, so diese Sachen, die eigentlich jeder kennt, dann ist der Nischenbereich wie so ein Wald. Man weiß gar nicht, wo man anfangen soll. Mhm. Deshalb führt dich da an dem ganzen Rumgeteste eigentlich nichts vorbei. Okay. Also ich habe am Anfang auch, klar, Tom Ford Oud Wood ist so ein Duft, den viele kennen. Baccarat Rouge von Maison Francis Coquerin ist ein Duft, den viele kennen. Also es gibt so ein paar Nischendüfte oder Tuscan Leather von Tom Ford. Die auch jetzt in den Medien halt sehr, sehr stark vorkommen, durch Jeremy Fragrance, durch Justin, durch Montana Black. Ne? Aber um das Testen führt dich nichts herum, weil du einfach nicht von vornherein sagen kannst, worauf stehe ich denn jetzt wirklich, ohne zumindest mal so 5, 6 Düfte getestet zu haben aus verschiedenen Kategorien und zu gucken, bin ich eher so der orientalische Fan? Ich bin zum Beispiel ein riesiger Fan von orientalischen Düften, wovon man viele auch gar nicht hier in der westlichen Welt kaufen kann. Also die kannst du halt einfach nicht bei einem Unternehmen kaufen, was in Europa sitzt, ja, sondern die sitzen alle in Thailand und Jordanien und so. Und das muss dann halt importiert werden mit Zollgebühren, dies und das. Aber bis ich das halt rausgefunden hatte, hat es bestimmt ein Jahr gedauert. Und ich glaube, dass YouTube-Videos da einen sehr, sehr guten Eindruck geben können, weil was dich instinktiv anspricht, das ist auch in der Regel das, was dir sehr gut gefallen wird. Das heißt, wenn du ein Review schaust und du denkst, ja krass, das könnte was für mich sein, bestell dir ein Sample, probier es aus und normalerweise ist es dann auch so, dass der dir sehr gut gefällt. Aber wie gesagt, am Testen führt eigentlich nichts vorbei. Und deshalb würde ich raten, preiswerte Samples bestellen, einfach ausprobieren. Das ist auch für die Bildung gut, dass man weiß, was ist eigentlich alles so möglich. Und wenn du dann weißt, okay, in die Richtung geht es, orientalisch oder klassisch, Barbershop-mäßig, dann kannst du da dir gezielt Düfte aussuchen und die dann eben ein bisschen genauer testen. Also eigentlich sogar sozusagen back to basic, also das, was du eben erklärt hast, wo ich gefragt habe, hey, was soll ich machen als Anfänger, ja, wie gehe ich da eigentlich ran? Die gleiche Vorgehensweise würdest du dann dementsprechend auch empfehlen, wenn es dann jetzt um Nischendüfte geht und wenn man das merkt. Perfekt, super. Und klar, es gibt natürlich mainstreamige Düfte, die vielen Leuten gefallen. Und klar, wenn du auf Nummer sicher gehen willst, bestell dir so einen Duft, der wird dir mit hoher Wahrscheinlichkeit gefallen. Aber wenn es darum geht, halt was Persönliches zu finden, was dich persönlich anspricht, dann auf jeden Fall testen. Und wenn du dann deine DNA gefunden hast, die dir gefällt, dann kannst du auch wirklich sagen, yes, da stehe ich hinter. Mhm. Und das bin halt ich. Ja, dazu muss man ja auch immer sagen, ich meine, Geschmack ist natürlich auch mal was sehr Subjektives. Das ist natürlich... absolut, klar. Deshalb ist wahrscheinlich die Vorangehensweise, wie du gerade da erklärt hast, auch eine gute Sache, dass man dann wirklich dann sukzessive einfach mal testet und testet und testet, bis man dann seinen eigenen, Anführungsstrichen, eigenen Duft gefunden hat. Kai, noch kurz zu dir. Also erstmal ganz, ganz lieben Dank für den ganzen Input, den du jetzt erstmal geliefert hast. Das war auf jeden Fall einiges an Mehrwert, den ich meinen Zuschauern jetzt hier bieten konnte, dass du hier zu Gast warst. Noch kurz zu deinem Kanal. Vielleicht willst du noch kurz ein abschließendes Wort zu sagen. Also ich kann ja zum Beispiel sagen, erstmal schaut bei Kai auch auf jeden Fall vorbei. Der Kai hat echt sehr viel Expertise, was das Thema Parfüm angeht. Und ich bin damals auf den Kai gestoßen, da habe ich erst gedacht so, was ist das denn für ein Typ? Ich habe erst gedacht so,
Alter Schwede, der geht ja so ins Detail ran, das ist ja wie so ein Professor, ja. Also Kai hat da wirklich sehr, sehr tiefes, tiefgründiges Wissen. Das kann ich dir jetzt, also allen Zuschauern da draußen auch schon mal attestieren. Schaut gerne beim Kai vorbei. Aber Kai, dir gehört das abschließende Wort nochmal, das vorabschließende Wort. Ich habe fast was vergessen. Meine Güte, wir waren jetzt so im Gespräch drin, ich habe fast was vergessen. Leute, Kai und ich haben eine Wette am Start, ja, und die muss ich natürlich an dieser Stelle, die muss ich an dieser Stelle natürlich auch kurz erwähnen. Und zwar, muss man machen. Muss ich machen, ja. Wir haben eine Wette am Start, ist vor längerer Zeit schon gewesen. Ich weiß gar nicht, wie lange ist das her, als wir die Wette gemacht haben? Ey, wir haben uns jetzt bestimmt noch 2 Jahre wieder nicht gesehen, ne? Ja, also sagen wir, ich glaube, 2 Jahre ist das her. Vor 2 Jahren. Vor 2 Jahren, da war ich noch weit hinter Kai abonnementtechnisch auf YouTube unterwegs, also weit hinter Kai. Ja, Kai war irgendwie schon ganz, ganz woanders. Da bin ich gerade nochmal so neu gestartet mit dem neuen Content auf meinem Kanal. Und da haben wir eine Wette gemacht. Die Wette ist wie folgt: Wer als erstes es schafft, 100 Abonnenten zu bekommen, ja, also der ist der Gewinner. 100.000, ja, 100k Abonnenten, ja, sorry, 100k Abonnenten, also 100.000 Abonnenten. Der hat gewonnen und der Verlierer muss natürlich was machen. Wetteinsatz ist wie folgt: Der Verlierer, also wenn ich verliere, werde ich mir eine Glatze schneiden. Ja, also wenn Kai gewinnt und als erstes die 100.000 Abonnenten hat, werde ich mir eine Glatze schneiden. Und andersrum wird Kai sich seinen geliebten Bart abschneiden. Also das wollte ich jetzt auf jeden Fall noch kurz mit aufnehmen. Das wollt ihr nicht sehen, weil ich habe einen Arschkinn. Was ist denn ein Arschkinn? Das weiß eigentlich keiner. Weißt du, was ein Arschkinn ist? Nee. Das nennt sich auch Kinngrübchen, glaube ich. Das ist dann, hat das so einen Schlitz, so wie so ein Arsch halt. Also wer von euch da draußen dieses also, Arschkinn mal unbedingt sehen möchte, das ja? Das ist eine gute Idee, das weiß ich nicht. Abonnieren. Also ich bin gespannt, ich habe es noch nie gesehen, also ich google das gleich mal, aber ich muss natürlich auch auf jeden Fall bei dir sehen, dein Arschkinn. Aber abschließend gerne noch... Frauen haben das auch übrigens. Echt? Frauen können das auch haben, sieht sehr witzig aus, ja. Ich habe es noch nie gesehen, aber ich hoffe, ich sehe es bald, ja, und zwar bei dir. Aber das abschließende Wort gilt jetzt dem Gast natürlich, und zwar dir. Ja, ist natürlich jetzt eine super Vorlage, weil ich wollte das eigentlich gerade selber erzählen, dass ihr bitte alle meinen Kanal abonniert. Denn ja, ich würde behaupten, beim Thema Parfums bin ich auf jeden Fall ganz, ganz vorne mit dabei. Es gibt ja auch nicht viele, die das in Deutschland machen, und klar gibt es halt ja, so die mainstreamigen Tipps, und es gibt halt die Tipps, die ein bisschen mehr ins Detail gehen. Und auch wenn ich mir dann hin und wieder vielleicht ein bisschen zu viel Zeit nehme für die Videos und es manchmal wirkt wie ein Professor, glaube ich, dass, ja, dass das einfach eine gute Bank ist, wenn ihr wissen wollt, was, wie ihr da am besten vorgeht. Ne? Genau. Ja, ich hoffe, dass das jetzt nicht zu arrogant war von mir. Ich habe letztens gehört, dass ich sehr arrogant wirke. Da musste ich dann mal ein Video zu drehen, aber alles gut, das ist eine andere Geschichte. Alles gut, das passt. Genau, also abonniert gerne meinen Kanal. Ich freue mich über jeden und ich freue mich auch über jede Nachricht, die mich erreicht. Helfe gerne weiter und möchte einfach auch so ein bisschen meine Erfahrungen mitgeben, was ich über die Jahre einfach gelernt habe, ne? Dass ihr diese Fehler nicht machen müsst und ihr nach Möglichkeit eben kein Geld verbrennt bei diesen Sachen. Genau. Perfekt, Kai, herzlichen Dank für deine Expertise, herzlichen Dank für deine Tipps. Schön, dass du dabei warst und jetzt freue ich mich, oder ich hoffe es, dich dann bald mit deinem Arschkinn zu sehen. In diesem Sinne wünsche ich dir einen wundervollen Tag. Mach's gut. Alright, mach's gut. Ciao.